Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3. Im letzten Part haben wir das Holo-Training abgeschlossen und haben dann damit das Hyper-Sei und den Hacker bekommen. Und haben ein paar Missionen, was auch immer, bei Station eine Welt gemacht, wo wir jetzt auch gerade noch waren. Und haben ein bisschen Geld geholt, weil ich noch ein bisschen Geld brauchte. Und jetzt fliegen wir auf Deck zu schwere Sprache nach Dex und ja, machen die Story weiter. Stuhl. Dex mit Doppel X. Auf Dex hat zwei Hochsicherheits-Computer-Terminals. Nach meinen Informationen ist eines davon draußen auf den Inseln und das andere im Inneren des Hauptgebäudes. Oh, okay. Och nö. Wenn ich das hier schon wieder sehe, ne? Da müssen wir auch noch mal lang, damit ich gehe. Erstmal einen anderen Weg, weil... Wir gehen erstmal außen rum, denke ich mal. Den leichten Weg. Da ist viel mit Hyperseil und sowas. Nee. Da kommt nur sowas. Mach nur ein bisschen Bogen. Ja, falsch. So, da Hyperseil. Speicherpunkt super. Hier muss man schnell sein, weil das Ding sonst Bumm macht. Und hups. Hilfe! Boom. Hier geht's zu meinem Schiff. Will ich aber nicht hin. Hier gibt's noch ein Miniboss. Ah.
Aber ich sage euch, auf der anderen Route sind viel schlimmere Dinge. Viel mehr Gegner und sowas. Bam, bam, bam. Und tot. Hier scheint ein großer Fan von Courtney Gears zu sein. Courtney, wer? Du weißt doch, die Granate, die bei Zerstör deine Welt die Preise verleiht. Ach ja, sehr bemerkenswerte Außenhülle. Klar, es liegt wohl kaum an ihrer Stimme, dass sie die angesagteste Sängerin der Galaxie ist. Merkwürdig. Anscheinend wurde an diesem Rechner kürzlich eins ihrer Musikvideos bearbeitet. Oh, lass mal sehen. Ich meine, vielleicht gibt's uns einen Hinweis. Oder so. Super. Miss Gears ist wohl mit Nefarius im Bunde. Ja, unglaublich. Die Videos waren immer süß und unschuldig. Bis auf das eine mit dem Ufz, 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 Ufz. Du weißt schon. Vielleicht weiß sie etwas über Nefarius Pläne. Ja, stimmt. Und wenn wir bei Zerstöre deine Welt den Hauptpreis gewinnen, können wir nochmal mit ihr reden. Das gerade. Oh, ich muss es nochmal. Nein, nein. Ich war da doch erst. Letztens, gestern, heute. Nee. Dann fliegen wir mal dahin. Jetzt haben wir irgendwie mehrere. Machen wir erstmal das. Trifft Courtney auf. Yeah, genau. Als wäre extra für mich gemacht worden, dieser Lauf. Und das war meine Flasche, weil der Controller drauf lag. Ja. Jetzt machen wir mal den Trifft Courtney auf.
Bester Name für eine Show. Ach du Kacke. Jetzt kommen hier schon Panzer, eben alles. Weg mit dir. Weird. Tada! So einfach ging das. What the... Oh Mann, habe ich es schwer auf Null gestellt. Meine Damen und Herren, Applaus für Ratchet und Clank. Sie erhalten eine seltene Erstausgabe des Quark-Videospiels und den Preis überreicht. Die unglaubliche, unvergleichliche und talentierte Courtney Gears. Wenn wir es richtig anstellen, bringt sie uns Dr. Nefarius. Also lass lieber mich reden. Es ist Ihnen eine Ehre, mich zu treffen. Ich meine mir, Sie zu treffen, Miss Gears. Hi. Oh ja, live siehst du sogar noch besser aus als in Holovision, Agent Clank. Ich habe auch ein paar Geheimnisse, die du undercover ermitteln könntest. ich werde Ihr Anliegen an die Behörden weitergeben. Oh, Agent Clank, du kannst wirklich mit Frauen umgehen. Weißt du, ich würde alles tun, um in einem deiner Filme mitzumachen. Das ließe sich machen, Miss Gears, wenn Sie uns Informationen über Dr. Nefarius' Aufenthaltsort geben könnten. Dr. Nefarius? Ihr habt euch erkundigt, was? Tja, besorgt mir die Rolle. Dann sage ich euch, was ihr wollt. Bestens. Wir sehen uns in den Holostar-Studios. Oh, so ganz viel Zeug schon wieder hier, ne? Und Quark-Videospiel Nummer 3. Ich würde sagen, wir machen das Videospiel. Küff trifft Frauen in den Studios, dringt in die Waffenanlagen ein und spielt den Teil 3 des Videospiels. Das. Ja, wir haben 3 Missionen auf einmal. Da, so kann man natürlich dann sich das raussuchen, was man will. Quark-Videospiel hat. Könnte sich diese Person damit vielleicht ein bisschen beeilen? Hey Clank, ich habe dich für das Robo-Krieg-Käfig-Match angemeldet. Toaster-Gewichtsklasse. Wir
Fresse! Dieses Grinsen. Episode 3. Schatten des Roboters. 6 Tage lang klebte Captain Quark am Schiff wie der Kot eines großen grünen Weltraumvogels. Endlich erreichte das Schiff sein Ziel. Ein geheimes Robolabor auf dem Planeten Magna. Mit Hilfe seiner unglaublichen Tarnungskünste schlich sich Quark vollkommen unbemerkt in das Labor ein. Hat jemand Pizza bestellt? Quarks Plan war makellos. Doch wusste unser Held nicht, dass er auf Schritt und Tritt beobachtet wurde. Der berühmte Captain Quark kann doch unmöglich so dumm sein. Oder doch? Selbst ein sabbernder Idiot kann in bestimmten Bereichen Erfolg haben, Sir. Wie auf dem Gebiet der irren Erfindungen. Soll ich ihn auslöschen lassen, dann? Lass ihn ruhig kommen. Ich werde ihm einen netten Empfang bereiten. Ja, so sah Dr. Nefarius damals aus, als er noch kein Roboter war. Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Oh. Ups. Ja. Killerroboter, genau. Bada 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 bam. Glitzerzeug. Schön. Kiste auf der Stadt, Batterien nicht enthalten. Aber
Ich glaube, wir sind uns schon mal begegnet, oder? Nein! Ich meine, nein, bestimmt nicht. Neunte Klasse! Biologie bei Mr. Moselle! Ich habe Biologie immer gehasst! Genau! Du warst der Typ mit dieser riesigen Zahnspange. Ich hab doch immer die Tafel mit deiner Hose geputzt, während du sie noch anhattest. Ach, das waren Zeiten. Du warst dreimal so groß wie ich, du Gorilla! Ich war immer groß für mein Alter. Du warst 26! Sag, wie wär's mit einer Kopfnuss zur Feier des Tages? Davon ausgehen, dass Dr. Nefarius uns nicht mehr behelligen wird. Dies sollte gebührend gefeiert werden. Doch die Gefahr war noch nicht vorüber. Mit seinem Sieg über eine Gefahr für die Galaxie hatte Quark ein weiteres, noch größeres Übel geschaffen. Genau. Ja, genau. Das war's dann, würde ich sagen, für diesen Part. Haben auch eine Menge geschafft eigentlich, ja. Ja, und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Kanal. Ja, was ich sagen wollte. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bin raus und ciao.